Einen schönen guten Tag. In diesem Video erhalten Sie eine Hilfestellung, wie Sie auf Ihren Kassenbondrucker mit Wabi Pro oder für Wabi Profi 3 Ihr Logo hinterlegen. In der Vergangenheit war es ja etwas einfacher. Sie haben das Logo auf Ihren Drucker geflasht, also das heißt, Sie haben das Logo auf den Drucker, auf Ihren Drucker hochgeladen und dann haben dann einfach über die Escape-Sequenzen, also die Ansteuerungssequenzen gesagt, druck das Logo aus. Und der Drucker hat es gedruckt, insofern es da war. Das gleiche können Sie jetzt auch tun, nur das machen Sie am Drucker. Dazu wechseln Sie zu der Systemsteuerung in den Gerätemanager und wählen dann Ihren in Geräte und Drucker, Entschuldigung, und wählen dann Ihren Drucker aus mit der rechten Maustaste und wählen nun Druckereigenschaften aus. Je nach Druckerhersteller, Epson, Star, Bixelon, Metapace, Siemens und ich weiß der Geier, wie sie alle heißen, kann es sein, dass das Eigenschaftsfenster bzw. die Karteikarten unterschiedlich aussehen. So. Bei Epson ist es so, wie gesagt, ich kann Ihnen nicht für jeden Druckerhersteller der Welt die Anleitung liefern, sondern Sie müssen halt dann selber schauen. Generell würde ich Ihnen empfehlen, für Ihren Drucker natürlich auch den aktuellen den aktuellen Druckertreiber von der Herstellerseite herunterzuladen und zu installieren. Das ist mal das Erste. Bei Epson ist es so, dann gehen Sie auf die Karteikarte Allgemein, wählen Einstellungen und wählen nun erweiterte Einstellungen. Der Button Erweiterte Einstellungen bietet Ihnen die Möglichkeit, das Utility, also das heißt das Setup-Programm, für Ihren Drucker aufzurufen und Ihren Drucker zu konfigurieren. Das kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, beziehungsweise das Aufrufen dieses Utility-Fensters kann Zeit in Anspruch nehmen. Warum das so ist, das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Fakt ist es, dass es halt etwas dauert. Und nun sehen Sie schon, ich habe es schon mal vorbereitet, damit das Video nicht zu lange dauert. Es gibt hier also die Option Logo hier oben. Und in der Option Logo können Sie bestimmen, welches Logo am Seitenanfang, am Seitenende, wie auch immer gedruckt wird. Beim Dokumentenanfang empfehle ich Ihnen, Ihr Logo einzubinden, indem Sie auf Bild auswählen klicken, Ihr Logo auswählen. Ist jetzt keine Ahnung was. Ist doch wurscht. Ich nehme jetzt irgendwas. So, ich sage, ich wähle jetzt hier mein Logo aus. Dann können Sie natürlich Ihre Bilder konvertieren, wie auch immer. Wie gesagt, das geht mich alles nichts an. Das müssen Sie selber tun, Ihr Logo zu designen und Sie können die Ausrichtung nun hinterlegen. Wenn Sie fertig sind, können Sie auf Einstellen klicken, um die Informationen auf Ihren Drucker abzuspeichern. Auch bietet Ihnen die Option Testdruck hier einen temporären Ausdruck aus, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Änderungen okay sind. Und das ist das, was der Drucker nun tut. Und das macht jetzt für Sie vielleicht 1, 2 Minuten Arbeit und dann haben Sie es am Drucker hinterlegt und alles ist gut. Nachdem Sie fertig sind, klicken Sie auf Einstellen und die Informationen werden auf Ihren Drucker gespeichert. Ich an meiner Stelle lösche das jetzt und sage, es wird gespeichert und weil ich will jetzt hier auf meinen Testdruck kein Logo haben. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und auf Wiederhören. Tschüss. Thank you.